Spaß mit 15 PS. Seit 2013 gilt die neue führerscheinfreie Regelung für 15 PS-Boote und die konnten nun ausgiebig getestet werden. Auf dem Hafenfest in Bergkamen und Münster durfte jeder das Ruder einmal selbst in die Hand nehmen. Ja, also ich bin heute das erste Mal selber Boot gefahren und mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das auch mal selber zu erleben und nicht nur immer hinten drauf zu sitzen. War nicht ganz so einfach und dann auch mit den Wellen war, wenn andere Boote dran vorbeigefahren sind, war das auch schon eine Herausforderung, aber hat Spaß gemacht. Hat wirklich Spaß gemacht, das war ein schönes Erlebnis, bei dem Wetter macht das auch besonders viel Spaß, war gut. Bei der 15 PS Führerschein-frei Entdecke Wassersport-Tour geht es darum, dass wir gemeinsam mit der Motorsportindustrie interessierten Menschen die Möglichkeit geben wollen, einfach mal zu erfahren, wie schön es ist, mit so einem kleinen Boot, ausreichend motorisiert, mal die Umgebung vom Wasser aus zu gucken und das erste Fahren zu machen. Das ist für uns ein voller Erfolg für die Branche. Die Umsätze im Bereich der 15 PS Motoren haben sich verzweieinhalbfacht. Das hätten wir vorher auch gar nicht erwartet. Also der Zuspruch auch der Kunden nach diesen Motoren, der ist wirklich groß. Wir haben viele neue Leute gewinnen können, auch für den Bootsport. Das war ja auch unser eigentliches Ziel, neue Menschen aufs Wasser zu bringen, in Boote zu bringen. Das ist eigentlich voll gelungen. Wir haben den Eindruck, dass sie mit mehr Spaß unterwegs sind. 15 PS bedeutet natürlich doch etwas höhere Geschwindigkeiten, wo schon ein höherer Fun-Faktor da ist. Und das genießen die Leute. Es geht ja darum, in der Tat ein erstes schönes Erlebnis zu schaffen auf dem Wasser und das kommt an. Wenn Sie jetzt auch Lust auf Wassersport bekommen haben, weitere Infos finden Sie auf der Internetseite www.entdecke-wassersport.de.